Saisonabschluss im Kasseler Au-Stadion. Die Löwen empfangen Bundesligisten 1. FC Köln. Und damit verabschieden sie sich auch von ihren Fans, denn die Fußballsaison im Kasseler Au-Stadion ist mit heute Abend dann beendet. Und wir schauen uns mal an, wie sich die Löwen gegen den Bundesligisten so schlagen. Ja, Mike Feigenspann, dein letztes Spiel hier im Kasseler Au-Stadion für die Löwen für wahrscheinlich längere Zeit. 5:3 im Bundesligisten abgebügelt. Ich denke, einen besseren Abgang kann man sich kaum vorstellen. Ja, ich glaube, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Alle haben sich auf das Spiel gefreut und das haben wir auch gezeigt. Wir haben heute also unsere Chancen genutzt, sage ich mal. Und dann war eine tolle Stimmung und war sehr schön. Es gab so einen kleinen Aufreger die erste Minute. Was war da los? Kannst du das erklären? Ja, es ging im Prinzip darum, dass wir unsere Gehälter verspätet bekommen und der Verein nicht wirklich Klartext mit uns redet und wir da ein Zeichen setzen wollten und wir letztendlich doch spielen wollten. Und deswegen war das so ein kleiner Boykott. Ja, große Nachfrage nach dem Trikot, Timo Horn. Glaube auch eine große Fanbasis hier in Kassel. Wie war es hier heute zu spielen? Ja, also ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute wirklich auch kommen. War eine beeindruckende Kulisse und natürlich haben wir uns was anderes vorgenommen. 5 Gegentore wollten wir nicht kassieren. Aber ich muss sagen, Kassel hat wirklich ein sensationelles Spiel gemacht, haben sich viele Chancen herausgespielt, tolle Tore erzielt. Rolf Satterow zum ersten Mal bei uns bei Löwen-TV nach einem fantastischen Spiel. 5:3 und ein Traumtor direkt in den Winkel. Wie war es für dich heute? Also es war von der Kulisse auch ein bisschen mehr wie sonst an normalen Spieltagen. Und es war halt ein geiles Gefühl, so ein Ding da nochmal reinzumachen. Ja, noch dazu gegen den Bundesligisten. Ja, ist in dem Moment, glaube ich, egal. Ne? Ja, unfassbar. 5:3 ballert der Viertligist dem Bundesligisten aus dem Kasseler Au-Stadion. Und beschert damit seinen Fans einen hervorragenden oder wenigstens stimmlich hervorragenden Saisonabschluss. Damit verabschieden wir uns in die Sommerpause, genauso wie die Löwen auch. Die haben zwar noch ein Spiel, aber im Au-Stadion eben nicht mehr. Wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen, sehen uns wieder und bleiben Sie sportlich. Ja, stellvertretend für die Mannschaft sitze ich ja auch hier. War ja klar, dass die Frage danach kommen wird. Also wir als Mannschaft wollten einfach nur aufmerksam machen über Sachverhalte, über Vorgänge in den letzten Wochen, Monaten, die uns nicht so gepasst haben, wo wir eine andere Auffassung hatten. Allerdings haben wir es für uns beschlossen, dass wir im Prinzip diese Aktion machen, uns aber dann natürlich aufs Sportliche konzentrieren, unsere professionelle Herangehensweise auch aufs Spiel übertragen wollen, beziehungsweise mit dieser Herangehensweise auch die Saison beenden. Ja, ich war auch eingeweiht und ich glaube, es war ein stiller Protest der Mannschaft, so wie der Tobi das eben kundgetan hat. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass man diese Situation von unserer Seite weiter kommentieren muss.